Hi, wir sind Sophia und Damian und bauen momentan einen Land Rover Defender zu einem Offroad-Camper aus. Okay, einen Moment. Zuerst muss der Gute restauriert werden, bevor er ausgebaut werden kann. Die letzten Jahre haben wir schon einiges mit euch zusammen erlebt. Ein Hausbau, eine Hochzeit, einen Van-Ausbau und nun geht es weiter mit den wilden Abenteuern. In Zukunft eine Weltreise mit unserem Defender? Klingt gut, oder? Und damit willkommen zu unseren wöchentlichen Vlogs. Look at those palm trees. Da sind wir gestrandet und nun, Damian fehlt mir, eigentlich übernimmt er ja immer den Part. Und ich wollte noch zwei Hinweise geben, bevor der Vlog ganz normal startet. Zum einen, vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir ein neues Intro haben. Das ist noch nicht ganz finalisiert, aber ich dachte mir so, bevor ich mich jetzt darin verliere, dass es allzu perfekt wird, starte ich einfach mal und bestücke es dann regelmäßig einfach mit frischen Aufnahmen. Aber ich hoffe, es gefällt euch. Es ist vor allen Dingen einfach zum einen da, dass es ein bisschen nostalgisch ist mit der Musik, wie ihr seht, die ist gleich geblieben. Das heißt, für all diejenigen, die uns schon länger verfolgen, die haben immer noch ihre alte Musik und für all diejenigen, die eventuell neu dazukommen, die wissen dann auch sofort, was auf unserem Kanal ungefähr Sache ist, was ziemlich praktisch ist. Und dann der zweite Punkt, auf den ich noch sehr gerne aufmerksam machen wollte, bevor der reguläre Vlog startet, ist, dass es die Möglichkeit gibt, uns demnächst zu treffen. Und zwar wann? Nächsten Samstag am 9. Juli 2022 in Forst. Das ist ein Teil unserer Produktionsstätte für Estelmar. Und dort werden wir auch Estelmar-Teile ausstellen. Also ihr habt die Chance, dort den Tag über shoppen zu gehen, euch die Teile dort anzuschauen. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, aber ich wollte euch einfach nochmal daran erinnern, weil wir freuen uns enorm über jeden Einzelnen, der dort auftaucht und der dort vorbeischaut, um ein bisschen zu quatschen. Dort ist für Getränke gesorgt, für Snacks gesorgt und wie gesagt, falls ihr halt einfach mal Lust habt, die Estelmar-Teile persönlich anzuprobieren und zu testen oder eventuell zu shoppen, dann ist das wirklich die perfekte Möglichkeit. Dort sind auch noch zwei weitere, beziehungsweise drei weitere Labels dort. Zum einen Anacova Curve, dann habt ihr auch noch Maler Fashion dabei und dann sind da auch noch das Kinderlabel die Bademäuse mit am Start. Eine tolle Option, einen tollen Tag zu verbringen, auch super nah an Berlin, falls ihr vielleicht von dort kommt. Und alle Infos, die genaueren Uhrzeit, Adresse und so weiter und so fort, findet ihr unten in der Infobox. Jetzt will ich gar nicht länger quatschen, ich muss nämlich jetzt auch ganz dringend zu Damian los. Geht's jetzt mit dem ganz normalen Vlog. Hello, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mit einer etwas anderen Frisur. Vielleicht wundert ihr euch. Meine Haare sind ab. Sie sind ziemlich deutlich ab. Vielleicht habt ihr das schon auf meinem anderen YouTube-Kanal gesehen. Sie waren ja schon ziemlich lang, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, es wird Zeit. Ich muss mal gucken, ist das T-Shirt? Ja, ist richtig rum an. Es wurde irgendwie gefühlt einfach Zeit. Ich hatte total Bock drauf. Ich hatte das ja, glaube ich, schon vor zwei Vlogs oder vor zwei Wochen ungefähr angekündigt, dass ich sie abschneiden werde. Und here it is. Und farbtechnisch habe ich einfach die Highlights ein bisschen höher gesetzt, sodass es schön rauswachsen kann und alles insgesamt noch mal ein bisschen dunkler abmattiert. Meine Ausbau, Defender-Ausbau-Montur am Start. Ich werde jetzt einmal rüberfahren. Vielleicht kann ich Damian jetzt noch mal ein bisschen helfen. Und wir können ja mal schauen, was dort so passiert ist. Ist vor ein paar Minuten gekommen, sind ja noch die Funken geflogen. Ich bin ja am Demontieren des Fahrzeuges. Problem ist, jetzt sind alle Schrauben fest, also ich muss alle abflexen. Und das ist echt mühsam. Es geht ganz langsam voran. Es war halt cool, am Anfang hat man so Riesenschritte gesehen, wie hier oben das Dach und dann ging es so Schlag auf Schlag. Aber jetzt, wo es so Richtung unten vom Fahrzeug geht, ist alles einfach eine Katastrophe. Also alles, was der Lackierer kriegt, also hier hinten die Heckwanne, die kommt weg, vorne noch die ganzen Seitenteile, die versuche ich gerade abzumontieren. Und vorne noch Kotflügel und alles, was lackert. Und dann später ist der Rahmen übrig und den werde ich dann komplett entrosten und neu lackieren. Motivation ist gerade so. Ich habe schon Bock, muss ich sagen. Aber ich wäre glücklich, wenn es ein Tick schneller gehen würde. Das hier darf alles dann auch entfernt werden. Geil. Tut mir so leid für dich. Aber danach wird er besonders hübsch. Ja. Genau das richtige Thema. Unser Defender soll hübsch werden. Und vielleicht wisst ihr, dass wir im letzten Vlog den Lackierer hier hatten. Der war in der Garage und hat sich mit Damian zusammen den ganzen Defender genau angeschaut. Der war natürlich schon halb demontiert. Das ist für den Lackierer erstmal irrelevant. Die haben ja meistens genug Erfahrung, um genau zu wissen, wie viel Aufwand wird das eigentlich.
Und wir haben euch tatsächlich mal schätzen lassen bei uns in der Instagram-Story, bei unserem Account, so da sind wir, falls ihr noch nicht folgt, könnt ihr sehr gerne mal machen, was so eine Komplettlackierung von so einem Auto kostet. Und die Einschätzungen waren wirklich so total durcheinander. Da war alles dabei. Das ging, hat angefangen bei 300 Euro oder 400 Euro. Das wäre schön. Ging hoch bis, ich glaube, 12.000 waren das Maximale. Ja. Ist gar nicht so weit entfernt. Ist nicht so weit entfernt. Ja, es ist gar nicht so weit entfernt. Sagen wir es so, wir haben mit rund 7.000, 8.000 Euro gerechnet. Vor allen Dingen, weil ja eigentlich auch alle Materialien und alle Dienstleistungen in den letzten Monaten deutlich teurer geworden sind. Also selbst das hatten wir im Kopf. Jetzt ist es allerdings so, dass wir uns einen relativ speziellen Lack ausgesucht haben. Sobald wir das Muster haben, zeigen wir euch es. Und dieser Lack wird dreischichtig aufgetragen. Das heißt, es wird grundsätzlich natürlich erstmal alles an Lack von diesem Auto hier entfernt, von allen Teilen. Also was wird gemacht, Damian? Gesandstrahlt, oder? Damit der Gesandstrahlt, Lack genau. Ich wollte es nicht falsch sagen. Ja, gesandstrahlt. Oh, das macht bestimmt Spaß oder nicht so viel Spaß? Macht bestimmt viel Spaß, aber und geschliffen wird ab dem auch fünften ordentlich. Teil oder ja, ich glaube, es ist echt saumühsam, diesen Lack runterzukriegen. Aber das Ergebnis wird dafür ziemlich gut. Das wird mega. Auf alle Fälle werden ziemlich viele Schichten aufgetragen. Also eine Grundierung, dann wird der Hauptlack sozusagen aufgetragen. Das kann man sich genauso wie beim Nägellackieren vorstellen. Genauso wird das hier auch gemacht. Das Ding ist, dass dieser Klarlack tatsächlich sogar auch zum Teil zwei- oder dreimal aufgetragen wird. Dementsprechend haben wir uns für eine sehr aufwendige Lackierung entschieden und die kostet, beziehungsweise der Kostenvoranschlag, den hat er gesagt, hat er extra auch ein bisschen höher angesetzt, damit wir nicht überrascht werden, mitten im Prozess, liegt bei 10.000 Euro. Wow! Was? Krasse Summe, oder? Wir haben mit 7.000, 8.000 Euro gerechnet und wir würden auch bei 7.000, 8.000 Euro liegen, hätten wir uns für einen einfachen Lack entschieden. So was Ähnliches, was hier schon dran ist, in jeglicher Farbe, ohne einen bestimmten Effekt. Der Lack, den wir allerdings möchten, hat einen Perleffekt. Dafür würde das Auto natürlich auch mega geil aussehen. Und natürlich waren wir erstmal so, okay, fünfstellig. Wow. So ein Van-Ausbau, nein, besser gesagt, also Van-Ausbau kann eine Kostenfalle sein, wenn man nicht richtig vorher einmal durchrechnet. Aber ein Auto zu restaurieren, ist jetzt kein Oldtimer, aber ein Oldtimer, da passiert es ja ganz oft, das kann ziemlich schnell zur Kostenfalle werden. Dementsprechend ist es so wichtig, dass man da nicht zu naiv rangeht. Wir waren tatsächlich nicht naiv. Wir wussten von vornherein, dass sehr wahrscheinlich mehr Kosten auf uns zukommen werden, als wir erstmal damit rechnen. Und mit der einfachen Farbe lagen wir ja mit unserer Einschätzung 7.000, 8.000 Euro eigentlich ziemlich gut, so wie er auch meinte. Aber es ist ja der spezielle Lack. Und dementsprechend haben wir uns in den letzten Tagen natürlich überlegt, machen wir das Ganze. Ja. 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 Das ist es uns auf jeden Fall wert. Also die Arbeit, die ist enorm. Das wissen wir, also dass die Kosten so hoch sind. Ist gerechtfertigt. Das Auto muss auf jeden Fall, damit es langlebig ist, lackiert werden. Es gibt ja, wenn ich schon wieder hingucke, ganz viele Stellen, die doch schon ganz schön beansprucht sind. Und mit der Lackierung, die er auch macht, das ist eine Speziallackierung, ist das Ding eigentlich unzerstörbar. Also das wird, ja, es wird extrem robust dadurch auch. Das klingt gut, gerade für einen Defender, würde ich sagen. Defender mache ich jetzt Abendessen. Es ist, glaube ich, sogar schon 10 Uhr. Unsere Tage werden wieder ziemlich lang. Aber nach den letzten Tagen haben wir morgen gesagt, schlafen wir morgen aus. Ich glaube, wir haben die letzten 5 oder 6 Nächte immer nur so 5 bis 6 Stunden geschlafen. Nicht so gut. Aber worauf ich mich eben gerade echt freue, ich habe eben gerade noch 2 Rezepte von HelloFresh. Das ist eben gerade hier keine Produktplatzierung, also ich wurde nicht engagiert, hier irgendwie das einzubinden. Aber wir hatten die Platzierung auf Instagram auf meinem Account und ich muss sagen, ich bin so positiv überrascht, dass ich das eben gerade schon vermisse, dass ich die Box nicht habe. Und ich denke, ich werde sie selbst einfach abschließen, die Box. Nicht für regelmäßig, sondern sie halt pausieren. Aber gerade an solchen Wochen, wo sehr, sehr viel los ist, wo wir schon irgendwie zu wenig schlafen, weil wir
zu viele Dinge zu tun haben oder unsere Zeit einfach nicht richtig koordiniert kriegen, weil einfach so viele Dinge dazwischen kommen, dann finde ich, ist es schon ein riesen Zeitersparnis, einfach nicht einkaufen gehen zu müssen. Und ich finde, was eigentlich noch das größere Zeitersparnis ist, dass man direkt die richtigen Zutaten hat für das, was man kocht. Also ich muss mir keine Gedanken machen, was koche ich denn heute? Ich finde, das frisst eigentlich am meisten Zeit. Deswegen bin ich sehr dankbar darum. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Bis jetzt muss ich sagen, hat mir jedes Rezept enorm gut geschmeckt. So sieht die Speise fertig aus. Und ich muss ehrlich zugeben, dass ich das bis jetzt aufwendigste Gericht erwischt habe an einem Abend, wo ich einfach gar keinen Bock hatte zu kochen. Aber gut, ich finde, es ist echt unterschiedlich einschätzbar. Es waren einfach zu viele, kennt ihr das, wenn man bei einem Gericht zu viele einzelne Komponenten vertreten sind? Und dann bereitet man erst das, dann stellt man es beiseite, dies, das. Und ich habe es irgendwie lieber, umso mehr in Richtung One-Pot es geht, umso besser. Guten Mittag. Hast nicht wirklich eben gerade ein Auge rausgerissen von unserem Defender? Oh. Ich glaube, der ist traurig. Jetzt beginnt der Moment, wenn man nicht auf das Detail guckt, dann hat man das Gefühl, dass wir da vorankommen. Aber wir kommen voran. Es sind sehr viele verrostete Schrauben, es ist sehr, sehr viel auseinanderzunehmen. Und das, was wir jetzt rausnehmen werden, ist hinten die Heckwanne. Das wird dann schon nochmal einen enormen Unterschied machen. Vielleicht schaffen wir es auch noch hier vorne den Rest zu machen. Und was uns dann sehr, sehr viel Zeit noch kosten wird, ist die Reinigung von allen Teilen, damit der Lackierer dann möglichst wenig Arbeit hat. Und die Kosten somit auch hoffentlich ein Stück weit gesenkt werden. Das ist ein Killer, sage ich euch. Das ist echt. Die Heckwanne ist ab. War ganz schön mühsam, weil die doch deutlich schwerer war als gedacht. Aber mit der Sophia, meiner Liebste, meine Herzallerliebste, sie hat all ihre Kräfte gesammelt und die Wanne mit hochgedrückt. Wir haben abgemacht, die sieht von unten auch deutlich besser aus als gedacht, was uns sehr freut. Ich finde nur, unser Auto sieht nicht mehr ganz so aus wie ein Auto. Und wenn morgen alles klappt, kommt das noch weg. Das hier noch nicht ganz, aber ich hätte echt nie gedacht, dass ich mal so ein Auto zerlegen werde. Wir sehen nicht nur ein bisschen fertig aus, wir fühlen uns auch ziemlich fertig nach dem heutigen Tag. Man merkt die Hitze, es zieht auch eben gerade ein Gewitter auf, deswegen müssen wir das Auto jetzt schleunigst wieder reinschieben. Und man muss auch ehrlich sagen, so ein kleiner Tipp, weil das Ding ist wirklich scheiß schwer, diese Wanne. Ich habe die nicht hochbekommen. Wir haben es jetzt so gemacht, dass ich eher die stützende Position übernommen habe und Damian das dann angehoben hat und ich dann immer aufgepasst habe, dass das halt nicht umkippt. Hast du aber gut gemacht. Sehr schön. Ja, wir bauen den nämlich zusammen aus, weil uns ist aufgefallen, wenn uns Leute fragen, was wir so machen, dann sagen wir, du baust den aus, zeigen auf mich dann so, du baust den aus und du restaurierst den. Und dann sage ich, ist das dein neues Projekt? Wir, also Sophia ist auch dabei. Das finde ich eigentlich schade, weil ich meine, also erstens kommt es mit richtig vielen guten Ideen und Schritten, was die Planung so unterstützend angeht. Und auch so Werkzeugtechnik, nimmst du auch alles in die Hand und machst das wunderbar. So wird mit dem Schlagschrauber. Dankeschön. Muss man wirklich sagen. Ja. Also Respekt. Dankeschön. Respekt, weil du nicht damit groß geworden bist und jetzt trotzdem alles in die Hand nimmst. Das finde ich cool. Also das mag ich sehr. Das freut mich zu hören. Aber uns ist halt wirklich aufgefallen, muss ich gerade das abstützen. Selbst mein Arm macht schon schlapp. Uns ist halt wirklich aufgefallen, es geht halt immer nur darum, dass er als Mann es halt macht. Also komisch. Ist halt. Ob im Lackierer, der ist ja super lieb, aber dann immer du. Wir sind beide eigentlich nah, redet immer zu mir, du. Genau, er guckt mich auch gar nicht an. Aus und, Und es macht irgendwie gefühlt alle, die irgendwas, die immer das Auto auch hier vorbeilaufen, Mitarbeiter von hier und sowas, die vorbeilaufen, alle immer du und dein Projekt. Und ich so. Ganz klar unser Projekt. Hallo? Ganz klar. Also ich meine, wir machen das beide und damit, das habe ich euch ja schon im letzten Video erklärt, auf jeden Fall mehr der Kopf der ganzen Geschichte, weil er einfach mitdenkt, aber am Ende des Tages, das ist wie bei uns beim Fotografieren oder sowas, wenn einer nicht da ist, funktioniert das halt beides einfach nicht. Wir können zwar den anderen Part machen, aber ja, genau, deswegen. Also lasst euch da auch nicht kleinreden, wenn ihr da irgendwas habt und werdet dann auch einfach immer so ein bisschen, ihr könnt immer so von der Seite so ein bisschen sagen, ja, also wir, das ist immer so ein bisschen extra betonen und dann kommt es, glaube ich, auch an und dann werden die Leute, man darf sie auch nicht böse nehmen, viele sind nicht dafür sensibilisiert und dann kann man die einfach ganz dezent sensibilisieren dafür. Und was wir jetzt machen, ist das Auto reinrollen, weil ich sehe Gewitterwolken und da hinten regnet es auch schon. Echt? Ja. Oh, wir müssen uns beeilen. Also. Oh. Guten Morgen, ich bin halt so ein bisschen zerknautscht. David ist schon auf dem Weg zum Sport. Ich dachte, ich schlafe noch ein bisschen länger. Das ist wirklich ganz schön, dass wir da morgens
sehr häufig sehr entspannt machen können, obwohl die letzten Tage hatten wir eigentlich immer ganz früh irgendwelche Termine. Aber ansonsten sind wir da sehr dankbar für. Und deswegen artet es aber dann auch leider, muss man sagen, abends sehr, sehr häufig halt voll aus, dass man so bis 12 oder bis 1 noch am Rechner sitzt, Dinge recherchiert, Dinge plant, noch E-Mails beantwortet und schreibt. Aber ich will mich da auf gar keinen Fall beschweren. Das hat einfach nur was mit der eigenen Organisation zu tun. Und solange wir uns wohlfühlen, machen wir das allerdings so. Versuchen immer so kleine Routinen reinzukriegen, aber ist nicht so leicht und irgendwie merken wir, es ist für uns so auch in Ordnung. Das Einzige, was ich euch kurz mal zeigen wollte, ist, wie meine Haare aussehen, wenn die ungestylt sind, relativ luftgetrocknet, aber durchgekämmt. Ich würde sagen, ich werde sie mal stylen und schauen, wie es danach ausschaut. Fertig gestylt sieht die Welt schon mal ganz anders aus. Also ich bin schon immer noch sehr, sehr happy mit dem Haarschnitt. Hätte ich jetzt... Ja, irgendwie habe ich gedacht, okay, ich muss mich länger dran gewöhnen und ich würde mich nicht so sehr darüber freuen, aber ich freue mich wirklich enorm. Ich freue mich sogar so sehr, dass ich sage, okay, vielleicht darf es in Zukunft sogar ein bisschen kürzer werden. Mal gucken. Da wir jetzt gleich noch einen Podcast drehen, habe ich jetzt erstmal noch was Ordentliches angezogen. Ich dachte, ich zeige euch das kurz, weil ich finde das so cool, gerade in Kombination. Also das Oberteil habe ich sonst immer mit zunen Haaren getragen oder halt jetzt mit kurzen Haaren finde ich das auch ganz cool, so schulterfrei. Das gibt es bei uns im Shop. Ich lasse euch den Link unten in der Infobox. Gibt es auch in Schwarz und ich glaube, in Schwarz finde ich die Kombination auch mit der Shorts ganz cool. Wir haben ja dieses Jahr so einige Shorts in diesem Stil. Wir haben drei verschiedene, aber das sind alles drei verschiedene Materialien. Also das eine ist Viskose, das andere ist so ein strukturiertes Material und das hier ist so Jogginghosenmaterial, würde ich sagen. Dadurch steht es halt ein bisschen mehr und ich finde, dadurch hat es halt wirklich so diesen bequemsten Aspekt von den drei Hosen, würde ich jetzt mal sagen, und den robustesten, weil es halt eben so ein Jogginghosenmaterial ist. Hat auch Taschen, was ich ziemlich cool finde. Und ich glaube, die Kombination vom Outfit finde ich richtig, richtig schick. Mein Notebook rauscht im Hintergrund. Ich schneide eben gerade den Vlog, der jetzt doch nicht vor diesem Vlog online kommt. Ich schneide den Podcast, der jetzt doch nicht vor diesem Vlog online kommt. Okay, also wie man hört, mein Rechner arbeitet. Ich verschiebe das jetzt für nächsten Mittwoch. Und wir versuchen mal so ein bisschen in einen kleinen Vordreh Modus zu kommen, damit die Podcasts dann rechtzeitig online kommen. Wir müssen uns so ein bisschen mit allem eingrooven, aber so langsam haben wir das Gefühl, dass wir content-technisch eine coole Richtung haben für die Vlogs, eine coole Richtung für die Podcasts, eine coole Richtung für Videos auf meinem Fashion-Lifestyle-Kanal und natürlich auf Instagram. Das sind manchmal so viele Baustellen, die wir irgendwie versuchen zu bestücken. Zu arbeiten. Und diese Baustellen sind auch nie fertig, weil das macht ja immer Lust, sich neu zu erfinden. Ich stehe eben gerade bei uns im Studio. Wir haben das Studio, Aufenthaltszimmer, Arbeitszimmer, wie auch immer. Also hier sitze ich zum Beispiel auch ab und zu super gerne hier drin und gucke dann irgendwie eine Serie oder chill einfach. Und ich wollte jetzt mich hier demnächst mal um dieses Regal hier kümmern. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass ich das noch nie richtig einsortiert habe. Und ich habe überlegt, während der Podcast jetzt durchläuft, weil da halt wirklich nur zwei Schnitte drin sind, soweit ich weiß, und das einfach Kontrolle höre, fange ich an, hier mal so ein bisschen auszuräumen und auszumisten. Ich würde sagen, let's go! Ja, im Staub. Oh, schlimm. Oh, ich habe gekämpft. Mein Notebook rauscht immer noch im Hintergrund. Es ist so krass, wie laut er ist, aber der Podcast exportiert eben gerade. Dann kann ich den gleich hochladen, dann ist er für nächsten Mittwoch ready. Und ansonsten achte ich eben gerade drauf, dass ich ausmiste. Ich sortiere eben gerade Dinge, für die wir vielleicht noch verkaufen können. Ich habe da nämlich einen ganz besonderen Deal mit Damian. Und zwar wünscht er sich eine Leica und ich muss sagen, ich sagte jetzt nicht unbedingt nein, aber ich habe mit ihm einen Deal gemacht, weil es halt eine sehr hochpreisige Kamera ist, wo ich gesagt habe, wenn du es schaffst, Dinge, die jetzt zu Hause jetzt schon zum Teil seit Jahren rumfliegen, zu verkaufen mit dem Wert der Kamera, dann können wir die Kamera gerne kaufen. Und das heißt, ich helfe ihm jetzt, dass ich die richtigen Sachen aussortiere, die er verkaufen könnte. Er kümmert sich dann darum und wenn er den Wert dann hinkriegt, das geht zum Beispiel für alte Kameras von uns oder vielleicht findet man irgendwie noch guten Schmuck oder sowas,
oder Kleidung, Möbelstücke, die man vielleicht nicht braucht. Ich denke, wir werden da bestimmt fündig. Und dann hat man gleichzeitig auch so eine Motivation, die Sachen zu verkaufen. Gleichzeitig versuche ich alles bei uns ganz minimalistisch zu halten, wie möglich, weil, wie ihr wisst, wir wollen ja die Base wechseln und wollen ja sehr gerne auswandern und dementsprechend und halt uns wohnraumtechnisch auch verkleinern. Und deswegen will ich halt wirklich alles loswerden, was wir wirklich nicht brauchen. Nicht, um es später neu zu kaufen, das wäre blöd, sondern wirklich Dinge, die man nicht braucht. Also zum Beispiel Technik oder Kabel, da habe ich mich halt schon immer, das sind die Klassiker, rumgedrückst, da mal richtig auszusortieren. Wenn man immer denkt, ach, das mache ich dann irgendwann mal. Und dann hat man es halt doch nie gemacht. Dann hat es schon 3 Umzüge mitgenommen und so eine Kabelsammlung. Und das sind alles Dinge, die könnte man ja mal loswerden. Und ich finde, ein ganz wichtiger Punkt, das Ausmisten lernt man auch wieder bewusster zu konsumieren. Guten Morgen. Gestern hat es ja relativ abrupt geendet. Damit ist er dann gekommen und wir hatten einfach Sauhunger. Ich habe einfach nur noch ein bisschen Risotto gemacht, was ich vorbereitet hatte. Und dann sind wir auch ins Bett gefallen. Und heute ist ein neuer Tag. Ich werde hier heute wahrscheinlich nicht mehr so gut vorankommen, aber es ist in Ordnung, weil wir dieses Zimmer momentan nicht so aktiv nutzen, weil wir meistens, ja, während wir dann arbeiten, irgendwie miteinander kommunizieren möchten, dann wollen wir gegenüber sitzen und keine Ahnung, wir sind die ganze Zeit im Springen, deswegen ist es besser so, dass ich hier das nutzen kann, um halt auszumisten, um das Zimmer dann wieder richtig nutzen zu können. Zurück aber zu den kleinen handwerklichen Dingen wie Nieren. Ich vermisse es. Ich vermisse es wirklich so sehr, wieder regelmäßig zu nähen. Und gerade jetzt, wenn ich all die Sachen wieder sehe, ich würde so gerne ein paar Kleidungsstücke nähen und mir so gerne Zeit dafür nehmen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, momentan ist die Zeit nicht so ganz da, weil ich finde, das ist auch etwas, wenn man jetzt halt noch nicht ein Projekt hat oder nicht angefangen hat, es müsste halt immer alles aufbauen und abbauen, obwohl ich es eigentlich hier momentan auch so offen lassen könnte, aber ich habe eben gerade, glaube ich, nicht so ganz die Inspiration, was genau ich nähen könnte. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich brauche etwas Kleineres, weil ich irgendwie brauche einen Ausgleich. Ich brauche irgendwas Kreatives, was ich machen kann mit meinen Händen, was Kleines, unabhängig vom Defender. Und dementsprechend, oh Gott, ist das schwer. Die ist so scheiß schwer, diese Nähmaschine, aber die ist so gut. Richtig schön stabil und unzerstörbar eigentlich. Ich brauche irgendwas Kleines, was ich gerne mal rausnehmen kann, was nicht so viel Platz einnimmt. Vor allen Dingen, wenn wir dann auch mit dem Van wieder unterwegs sind in 2-3 Monaten. Oder wenn ich jetzt nach Menorca fliege, irgendwas Kleines, was ich gut mitnehmen kann. Deswegen habe ich überlegt, häkeln. Und da ich dann zum Stoff und Stil gehe und es dort so viel Auswahl gibt, was Stoffe gibt, werde ich einfach mal ein bisschen schlendern. Ich werde keinen Stoff kaufen. Promise. Aber mich einfach mal inspirieren lassen. Und dann habe ich vielleicht auch gleichzeitig eine Inspiration, was ich demnächst mal wieder nähen könnte. Auf alle Fälle werde ich jetzt Häkelgarn besorgen und eine Häkelnadel, weil ich glaube, meine war eh viel zu schmal für das, was ich vorhabe. Ich hätte nämlich Lust, ein paar Oberteile zu häkeln und mich da Stück für Stück ranzutasten und besser häkeln zu lernen. Und ich glaube, das ist einfach die perfekte Zwischenlösung für die Phasen, wo es etwas stressiger ist, ich aber trotzdem mal 10 Minuten kurz ein bisschen was machen kann. So, alles bekommen, was ich bekommen wollte. Uiui, ich glaube, ich muss hier mal Fenster aufmachen, sonst ist gleich. Was habe ich jetzt alles eigentlich gekauft? Ich habe 4-mal Garn gekauft, also voll süß in einer kleinen Tüte, was sehr gut ist, weil die Tüte benutzen wir nämlich direkt weiter beim Defender-Ausbau. Was ist das jetzt? Genau, es ist Baumwolle. Es fühlt sich eigentlich ziemlich gut an. Also ich war jetzt bei Stoff und Stil und von denen habe ich 4 Stück bestellt. Also ich habe dann insgesamt, oh, da steht die Nadelstärke, 3,5 bis 4. Puh, Glück gehabt, ich habe genau 3,5 gekauft. Ich dachte die ganze Zeit so, hä, wo ist denn die Nadelstärke drauf? Aber ich glaube, es ist auch nicht bei allen drauf gewesen. Und dann habe ich noch einmal, weil die irgendwie bei uns ständig verloren gehen und ich die diesmal richtig gut aufbewahren werde, einfach nur ganz normale Nähnadeln. Die gehen bei uns ständig flöten und gerade im Van oder egal wo, auch auf Reisen, so eine Nähnadel immer in der Kosmetiktasche irgendwie mit einem einfachen Garn dabei zu haben, ist dann doch schon ziemlich praktisch. Sau heiß im Auto, ich werde jetzt losfahren und werde jetzt aber zu Damian fahren und schauen, was er Schönes macht und wie dreckig er sich schon wieder macht. Bevor das Auto fährt, wird erstmal die Klimaanlage gefüllt. First things first. Prioritäten. Und jetzt kommt Gas in die Leitung. 4 Bar. 4 3,5, Bar. Ja. 3,5 Bar. Okay. Okay. Also ohne Gas.
Warum ist auf der Druckseite, obwohl nichts an war, ist nicht jetzt ausgeglichenes System? Richtig, das offene System. Ist offen, also jetzt beide Seiten gleicher Druck. Richtig, das einzige ist nur Kompressor, welcher drückt jetzt einmal so Kälte mit Blitz, baut den Druck auf. Ja. Und dann geht über den Capillaro, die Narrero, und wird eingespritzt. So. Ja, warum ist dann hier Öl und nicht da? Weil das ist die Saugseite. Es kann sein, dass wenn Druck mal ein bisschen weiter raus. Ah, dass auch was kommt. Ja. Ah, jetzt ja. Siehst du so? Ja, kommt schon. Guten Morgen. Gut. Darf ich noch schlafen? Die Nacht war ein bisschen kurz. Wir waren noch weg abends. Oh. Und ich glaube, das kannst du auch so stehen lassen. Wir waren noch weg. Damien ist einfach müde. Also es liegt jetzt nicht aufgrund von Alkohol oder irgendwas, weil er oder auf irgendeine Art und Weise über die Stränge geschlagen hat, sondern er war halt einfach die letzten Tage. Wir haben ja, sag ich jetzt mal, ja, okay, es ist Alter. Wie gibst du es? Es ist Alter. Und es ist natürlich auch der Fakt, dass wir halt einfach nicht so die Typen zum Weggehen sind. Und sobald wir dann so raus aus unserem Rhythmus sind oder so, dann sind wir halt saumüde. Aber es geht eben gerade eigentlich. Also ich war um 7:30 wach und war um 2:30 im Bett oder sowas. Und ich finde, das ist eigentlich keine lange Nacht. Nur ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich halt so Bock habe, Dinge zu erledigen dann, und dann wach werde morgens und dann weiß, boah, heute habe ich so coole Sachen zu tun. Es ist ja eigentlich ein Wunschgedanke. Also dann finde ich es auch in Ordnung, kürzer zu schlafen. Ich meine, das ist ja wirklich so ein Traumgedanke. So, man wacht morgens auf und hat dann halt schon was im Kopf, wo man sich denkt, boah, ich habe so Bock drauf, das zu machen. Ich habe voll Bock aufzustehen. Deswegen will ich mich da gar nicht drüber beschweren. Das, was ich nämlich jetzt mache, ist, den Vlog zu schneiden. Zum einen und zum anderen habe ich einfach Lust, bei dem Ausbau beim Defender voranzukommen und vor allen Dingen auch häkeln anzufangen. Ich habe die Sachen gestern gekauft und wenn ich halt die anderen Sachen hinkriege, dann habe ich auch noch Freizeit dafür und deswegen coole Sache. Ansonsten hoffe ich, dass der Vlog euch gefallen hat. Ich verlinke euch hier sehr gerne den letzten Vlog. Klickt da sehr gerne rein. Hier unten könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren. Falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt und vielleicht neu dazugekommen seid, dann macht das sehr gerne. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ansonsten wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald. Tschüss.